Hallo, hier ist wieder mal Taxi 021. Mit diesem Tutorial zeige ich euch und meinen Clanmitgliedern, wie unser Logo in Call of Duty Black Ops in der CoD-Karte erstellt wird. Für unser Logo benötigen wir 7 dieser 12 hier freien Ebenen. Wir fangen an mit der untersten Ebene und suchen uns auf Seite 4 das Quadrat. Dieses Quadrat wird uns dazu dienen, dass wir einen Hintergrund haben, der das gesamte Bild mit Schwarz ausfüllt. Erledigt. Als nächstes machen wir uns direkt an das Logo ran. Dazu gehen wir auf Seite 10 und suchen uns das Dreieck breit. Für die gesamte Restgestaltung unseres Logos reicht uns dieses Dreieck breit. Wir werden es bearbeiten und vergrößern, so dass es den Bildschirm gut ausfüllt, aber trotzdem noch einen gewissen Restabstand lässt. So, in etwa. Dann entfärben wir dieses Dreieck mit der Farbe Blau, die dritte Stelle, und erledigt. Dann gehen wir eine Ebene höher, nehmen uns das Dreieck noch einmal, färben es schwarz und vergrößern und platzieren jetzt dieses Dreieck so, dass wir einen blauen Rand erhalten. Dieser Rand sollte in etwa von der Proportion her so groß sein wie ein Farbdreieck, damit man einen großen, ungefähren Anhaltspunkt hat. Erledigt. Dann gehen wir noch eine Ebene höher, nehmen wieder das Dreieck, verkleinern dieses Dreieck, füllen es wieder mit Blau und platzieren es in etwa so, dass wir einen Abstand haben, der ungefähr dreimal, je nachdem, so stark ist wie diese Farbquadrate. Ich denke mal, das müsste ungefähr hinkommen. Erledigt. Noch eine Ebene höher, erneut das Dreieck nehmen und dieses Dreieck wiederum mit Schwarz machen. Dadurch erhalten wir wieder das innere schwarze Dreieck, welches wir genauso wieder platzieren wie das vorhergehende schwarze und achten dabei darauf, dass dieser Abstand zwischen dem blauen und diesem beiden blauen ungefähr gleich ist, damit das nachher ein bisschen ästhetisch aussieht. Es benötigt in manchen Fällen ein bisschen Fingerspitzengefühl und umherprobieren. Erledigt. Jetzt haben wir unsere Grundrisse. Jetzt machen wir uns daran, dass wir unsere Einkerbung an dieser Stelle platzieren. Dazu nehmen wir das Dreieck nochmal, füllen es wieder mit der Farbe Blau und vergrößern es so, dass wir es genau an dieser Stelle platzieren tun. So in etwa. Nun seht ihr ja, dass hier der Rand übersteht. Jetzt verkleinern wir dieses Dreieck so lange, bis dieser Rand nicht mehr da ist. In etwa so. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass die Spitzen sich hier ungefähr treffen und hier eine glatte Linie existiert. So wie auch hier, damit keine überstehenden Ränder da sind und es einigermaßen vom optischen her gut aussieht. So in etwa soll das hinkommen. Das haben wir erledigt und jetzt gehen wir noch eine Ebene höher, wählen nochmal das Dreieck und verkleinern dieses Dreieck jetzt um etwa so, dass wir hier die Kerbe machen. Schwarz vergessen? Na, das sieht da schon fast perfekt aus. In etwa so sollte euer Logo dann aussehen. Und damit wäre es eigentlich schon fertig. Wie gesagt, ein bisschen Feintuning und Nacharbeit ist vielleicht vonnöten. Wie ihr vielleicht bemerkt, ist mein damals hergestelltes Logo hier oben ein bisschen schwächer von der Glanzstärke her, weil ich habe die Linien etwas dünner gehalten. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie es für ihn am besten wirken tut. Hauptsache ist, dass das Logo in dem Sinne dort steht. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rumexperimentieren, ne? Und beeilt euch damit. Bis dann, ciao.